Hallo, ich bin Michael Krämer. Ich lebe seit 40 Jahren als vollberuflicher freischaffender Künstler und ich habe ungefähr genauso lange auch Volkshochschulkurse in Ölmalen gegeben. Jetzt bin ich 70 und habe irgendwie keine Lust mehr, noch abends mit dem Auto rumzufahren in die Volkshochschulen und will mein Wissen stattdessen lieber jetzt über YouTube an euch weitergeben. Viele von euch schrecken ja deshalb vor der Ölmalerei zurück, weil sie glauben, dass man dort mit Terpentinen und mit anderen schädlichen Lösungsmitteln arbeiten muss. Das ist aber überhaupt nicht der Fall und ich werde euch heute zeigen, dass man ohne irgendwelche Lösungsmittel, ohne Terpentin oder überhaupt irgendwelche schädlichen Substanzen mit Ölfarben malen kann. Wenn man Ölfarben kauft, dann bekommt man die ja meistens in solchen Tuben. Die Farbe ist dort dick pastos, so ähnlich wie Zahnpasta, wenn man sie rausdrückt. Und man kann die Farbe direkt auch so verwenden, wie sie aus der Tube kommt. Man muss sie also nicht verdünnen. Wenn man sie direkt pur verwendet, dann entsteht so eine Struktur, wie man sie vielleicht von Van Gogh oder von Monet kennt, dass die Oberfläche des Bildes eine dreidimensionale Struktur bildet. Das ist also eine Möglichkeit, dauert ziemlich lange, wenn man die Farbe so pur aus der Tube nimmt, bis die trocknet. Oder man kann eben die Farbe verdünnen. Und da kommt bei den meisten Terpentin ins Spiel. Das Terpentin riecht aber unangenehm, ist schädlich für die Lunge und für die Hände. Und es gibt eine ganz einfache Alternative zum Verdünnen der Farben, und zwar das Leinöl, was bereits sowieso schon in der Tube als Bindemittel für die Ölfarben enthalten ist. Ich habe hier das Leinöl in so ein Fläschchen abgefüllt, damit ich tropfenweise etwas dazugeben kann, und ich werde euch mal zeigen, wenn man jetzt die Farbe mit Leinöl verdünnt, dann entsteht diese leuchtende Transparenz. Das geht also wunderbar mit dem Leinöl. Man braucht kein Terpentin dafür. Der einzige Nachteil ist, dass Leinöl langsam trocknet, aber Ölfarbe trocknet sowieso generell langsam. Also es dauert mehrere Tage, bis so ein Bild durchgetrocknet ist. Insofern spielt es keine so große Rolle. Das Terpentin verdunstet wieder aus dem Farbauftrag. Insofern hat es keine irgendwie wichtige Funktion außer der Verdünnung, während das Leinöl in der Farbe bleibt. Das bleibt also als dünner Film in der Farbe und hält die Pigmente fest, macht die Farbe dadurch dann noch stabiler. Und es wird mit der Zeit hart. Es wird zunächst mal elastisch wie ein Film und dann, je länger es trocknet, umso härter. Also bis hin zu glasartiger Konsistenz. Jetzt werden vielleicht manche von euch sagen, ja, schön und gut, zum Verdünnen kann man das Leinöl nehmen, aber wenn man die Pinsel sauber machen will oder die Hände oder die Palette, dann braucht man doch Terpentin. Falsch. Auch das ist völlig unnötig. Es gibt eine Alternative, die nicht nur völlig unschädlich ist, sondern die Hände sogar pflegt, wenn man damit die Hände sauber macht. Und zwar ist das ganz normales Pflanzenöl, zum Beispiel Rapsöl. Ganz billiges Rapsöl kann man dafür nehmen. Und wenn ich also den Pinsel, nachdem ich hier mit der blauen Farbe gemalt habe, erstmal mit etwas Papier auswische, kann Klopapier sein, das Gröbste raus, dann habe ich mir hier ein bisschen Rapsöl in die Flasche getan. Und damit wische ich jetzt den Pinsel erstmal aus. Das kann man nochmal wiederholen. Und man sieht schon, es kommt kaum noch Farbe raus. Das Rapsöl hat die Farbe bereits aus dem Pinsel gelöst. Wenn ich jetzt das nochmal mit Papier ausdrücke,
dann sieht man schon auch an der Farbe, dass praktisch keine Farbe mehr im Pinsel enthalten ist. Wenn man noch ein übriges tun will, kann man den Pinsel jetzt noch mit etwas Spülmittel auf der Hand verrühren und dann unter Wasser auswaschen. Am besten auch nochmal mit etwas Kernseife nachwaschen, dann ist er wieder sauber. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Hände. Also wenn ich hier diese sehr intensive blaue Farbe an den Fingern habe, so, die geht sehr schwer wieder runter, selbst mit Wasser und Seife geht die schwer runter. Aber wenn ich etwas von diesem Rapsöl dazu gebe und das gut einreibe, muss richtig gut durchmassiert werden, dann auch wieder mit ein Papiertuch abwischen. Nochmal wiederholen, eventuell. Und man sieht schon, die Hände sind praktisch wieder sauber und auch noch gepflegt durch das Öl. Also eine viel bessere Alternative zum Terpentin. Ich verstehe nicht, wieso jahrhundertelang immer noch dieses Terpentin verwendet wird, obwohl es so einfach ist, Pinsel und Hände. Das gleiche gilt natürlich auch für die Palette. Wenn ich also jetzt hier Farbe drauf habe, wische ich die erstmal mit einem Papiertuch weg, dann etwas von dem Rapsöl drauf. Und mit Klopapier wegwischen. Schon ist die Palette wieder sauber. Also Terpentin völlig unnötig. Wenn man will, kann man Pinsel und Hände auch noch anschließend mit warmem Wasser und Seife nachwaschen, auch um das Fett dann noch vollends zu entfernen. Aber ist nicht mal unbedingt nötig. Im Gegenteil, das Öl pflegt auch noch die Hände und auch die Pinsel. Ich werde in Zukunft noch weitere YouTube-Videos hochladen, in denen ich noch mehr Tricks aus der Ölmalerei verrate. Deswegen, wenn ihr den Kanal abonniert, werdet ihr informiert. Bis dann. Tschüss.